Willkommen hier zurück zu Resident Evil Village. So, wir haben ein Problem. Ich komme nämlich hier nicht mehr raus, ohne dass ich die Statue hier drin lasse. Den Kopf, besser gesagt. Die. Oder kann ich. Das kann so nicht verwendet werden. Moment mal, ich habe doch dieses Ding. Warte mal. Das ist mir nämlich gerade bewusst geworden, als ich das hier. So, schau mal einer an. Gut, wir müssen den Tierschädel hier lassen, alles klar. Wobei mich würde mal interessieren. Strahlt so eine sanfte Zufriedenheit aus. Oh, ob man den Tierschädel auch vorne in die Statue stecken kann, aber ich glaube, das wird nicht passen. Aus irgendwelchen Gründen wird das wahrscheinlich nicht gehen. So, damit haben wir schon die zweite. Gut, das war das. Dachgeschoss können wir noch nicht. Turm gibt es auch noch. Oh Gott. So, haben wir jetzt noch irgendwo Türen, wo ich noch nicht drin war? In der Haupthalle ist übrigens noch irgendwas zu finden, sehe ich gerade. Es könnte aber auch sich um die Tür hier handeln. Dann haben wir hier noch Terrasse, können wir noch. Da ist auch noch was, aber ich glaube, da geht es nur raus. So, dann ist hier bei der Halle der 4, da müssen wir das Innenhof, da ist noch ein Schlüsselloch. Da müssen wir wahrscheinlich als nächstes hin und dann im Keller. Im Verkostungszimmer haben wir noch was übersehen. Bei den Zellen, da hinten ist übrigens auch noch was, aber ich denke, da kommen wir dann eh noch mal hin. So, ganz unten haben wir alles, ne? Ganz unten haben wir alles. Gut, das Problem ist, dass die Alte jetzt noch hier rumstolziert. Die kann uns jederzeit wieder irgendwo kriegen. Da hat die uns eben einfach. Ich komme da noch nicht drüber weg, ne? Da hat die uns einfach direkt da. Die rechte Hand abgesäbelt. Oh Gottes Willen, was ist denn los mit der? Ich wollte gerade schon sagen, die ist ja hier noch unterwegs. So, kann ich denn hier Objekt stapeln? Schnellzugriff. So, nur für den Fall. Scheiße, jetzt rennt die hier rum. Ich muss speichern, Leute. Ich hatte mir sowas fast schon gedacht. Jetzt rennt die hier rum. Das darf doch nicht wahr sein. Was? Wie? Wie hat die uns denn gesehen? Konnte man hier. Nee, kann man nicht raus. Okay, scheiße. Hier ist überhaupt nichts Final Limit. Jetzt muss ich schlau sein. Fuck. Ich weiß leider nicht, bis wohin die uns folgen kann. Hier ging es nicht raus, ne? Doch, da hinten kann ich doch runter. Aha! Ciao. So, erstmal gerettet. So, jetzt sind wir zwar wieder hier unten. Hier wollte ich eigentlich erst später wieder hin, aber letzten Endes ist es auch egal, denn ich habe ja hier unten sowieso noch was übersehen. Das Problem ist, dass hier die ganzen Typen noch sind. Aber die Lady kommt nicht hier runter. Das ist schon mal gut. Wobei, die war ja da auch schon, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Da verfolgt die uns einfach, ey. Stell dir mal vor, die kommt jetzt durch die Tür. So, hier ist angeblich noch irgendwas. Irgendwas habe ich hier noch übersehen. Angeblich ist hier noch was. Weil der Raum ist noch rot. Das heißt, irgendwas könnte hier noch sein, was ich noch nicht eingesammelt habe. Ist hier vielleicht irgendwo noch so ein Glitz. Da vorne. Ich sehe es doch. Da ist noch was für den Duke. Kann man das eigentlich. Ich würde das auch gerne eigentlich mit dem Messer rausmachen wollen. Aber ich glaube, dafür ist das zu hoch. Gut. Okay, von hier aus komme ich ja jetzt dann wieder durch die Zellen und dann hier die Treppe wieder hoch. Ja, hilft ja nichts. Muss ich jetzt machen. Es hilft ja nichts. Scheiße. Das kostet jetzt einiges an Muni gleich. Wo muss ich denn hier nochmal lang? Ach ja.
Vielleicht kann ich die hier einfach umlaufen. Hier vorne sind ja diese Fässer. So, kommen Sie mal ran. Das Problem ist, dass da noch mehr sind. Ja, ja. Ist ja leider nicht der Einzige. So, habe ich die mitgenommen? Ich hoffe. Ja, hier sind mir eindeutig zu viele. Scheiß auf das Zeug da unten. Ich komme da jetzt nicht dran, ganz ehrlich. Ich komme da jetzt nicht dran. Es tut mir leid. So, sag mir nicht, hier ist auch noch eine Maske drin. Hier ist doch bestimmt auch noch eine Maske drin. Ah, hi. So, warte. Kacke. Falsche Waffe ausgewählt. Hui. My lovely Mr. Singing Club. Ich mag das nicht, dass die so nach vorne stolpern, wenn ich die anschieße. Mann, die sollen zurückweichen. Boah. Okay, ich mache mir mal gerade ein bisschen Munition für die Schrotflinte, ja? So, da haben wir Chemikalie. Die ist ja relativ teuer, ne? Aber egal. So, 9 Schuss. Kristalliner Schädel, der gibt gut Geld. So, hier habe ich angeblich auch noch Sachen übersehen. Ich gucke mich jetzt hier nochmal um, ja. Weil ich glaube, wir haben jetzt hier schon mal aufgeräumt. Hier ist bestimmt irgendwo noch eine Kiste zum Kaputtmachen. Auf einmal, ne, sieht man überall diese Glänzedinger, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Ja, ich habe einfach nicht drauf geachtet. Davon mal abgesehen. Ja, das gehört ja alles zusammen. Ich vermute mal, dass das unten dann irgendwo ist. Guck mal, hier sind auch noch Zellen, wo ich nicht drin war. Ich denke mal, das gehört alles zusammen. Ich wette, da muss ich nochmal runter. Und hier ist ja auch noch ein Raum. Das gehört bestimmt alles dazu. Nee, hier ist nichts mehr. Wir müssen ja sowieso nochmal hier runter. Und hier haben wir jetzt aufgeräumt und vorne ist noch ein bisschen was. Ich denke, am Ende müssen wir sowieso alle ausschalten. Das wird nichts bringen. Na gut. Jetzt geht's durch die Küche wieder raus, ne? Durch die Küche. Dann sind wir auch schon wieder im Innenhof, aber ich muss erst speichern. Ich muss erst durch die Haupthalle und speichern. Das Gute ist, dass die Lady... Naja... Der macht Kälte wahrscheinlich nichts aus, aber die Lady kommt ja nicht in den Safe Room. Im Speisezimmer habe ich auch noch was übersehen. Hä? Oh. Achso. Wo ist denn... Wo geht's denn... Ach hier, Entschuldigung. Total übersehen. So, da war früher sonst auch immer was versteckt. Ja, genau. So, hier soll angeblich noch was sein. Seht ihr was blinken? Da oben, guck mal. Dann können wir das gleich beim Duke nämlich noch... Scheiße. Mist. Falsch gelaufen. Ich hätte an ihr vorbeirennen müssen. So, ciao. Tja, hier kannst du nicht rein, Fräulein. So, das da. Oh, good. I was just thinking of ways to pass the time. Da kannst du mal sehen, da komme ich genau richtig. So, Kristallfragmente, zack, zack, zack. Den Schädel, den Torso. Ja, wie gesagt, ich habe sowieso den ersten schon nicht. Ich verkaufe die jetzt. Wenn wir die später irgendwann... Ich habe noch einen Dietrich? Oh. Gut, dann haben wir erstmal das. Zack. Ich wusste gar nicht, dass ich noch einen Dietrich... Wo habe ich den her? So, Feuerkraft habe ich hier schon. Maximum Magazingröße wäre jetzt noch interessant. Oder hole ich mir das...
hole ich mir das Ding. Also das hier, das 9000. Komm, das können wir uns leisten, oder? Oh, excellent job. Ja, möchte ich. So, dann haben wir jetzt mehr davon. Und das lasse ich erstmal. Das ist die Feuerrate bei der Flinte. Ja, nee, ich glaube erstmal nicht. So, es gibt sonst, glaube ich, nichts Neues. Gerade gucken. Da kommt noch irgendwas. Das hat er aber noch nicht. Das kommt wahrscheinlich erst später. Minen brauche ich keine. Heilung brauche ich keine. Ja, ich glaube, das reicht erstmal. So, jetzt haben wir 16er Magazin. Geil. Sehr schön. Oh, das gefällt mir. So. Na? Junge Frau. Wo bin ich? Wird schön, dass man die auch so trollen kann wie den Mr. X. Die sieht mich hier einfach nicht. So, Halle der Vier. Das Problem ist, ich muss jetzt hier das Ding einsetzen. Dafür muss sie aber erstmal weg. Zwar lange genug, dass ich Zeit habe, das da vorne einzusetzen. Ich guck mal gerade, was ist das für eine? Wie viele Löcher hat die? Vier. Okay. So, das Vierer-Ding kommt hier rein. Alles klar. Gut, das haben wir. In der Haupthalle gibt es noch irgendwas. Innenhof müssten wir jetzt wahrscheinlich. Ne? Ich gucke aber gerade nochmal oben. Wie gesagt, in der Haupthalle, ja, ich denke mal, das ist aber die verschlossene Tür, wird das sein. So, unten gab es jetzt nichts mehr. Der Weinkeller, scheiß drauf, muss ich später nochmal hin. Da gucke ich jetzt nicht nochmal rein. So, in der Haupthalle gibt es angeblich noch was. Ich vermute aber, dass es hier die Tür sein wird. Empfangszimmer. Kann man die Tür nicht aufschließen vielleicht? Und hier ist ja auch noch was. Gut, aber ich würde jetzt erstmal in den Innenhof gehen tatsächlich. Und da noch die Tür aufschließen. Warte mal, jetzt ist sie gerade nicht da. Haupthalle. Moment. Wenn sie kommt, kann ich ja schnell wieder ins Duckzimmer. Ach komm. Ja, ja, tschüss. Oh. Mach dir erstmal den Wolverine hier. Nee, ich will gucken, ob ich die Tür hier aufkriege. Dann kann ich mich besser abhauen. Mann, und hau doch mal ab, Mensch. Problem ist, wenn ich da jetzt hinrenne, habe ich ein Problem. So. Na? Hallo? Grüße aus dem Safe Room. Ah, schön. Schon rausgefunden, wie man so trollen kann. Finde ich gut. So, muss ich jetzt schleichen? Dann hört die mich nicht. Sehr gut. Ich will nur wissen, ob ich die Tür hier aufkriege. Sieht das hier schon? Nee. So, die kann ja jetzt schlecht hier spawnen. Das ist ja alles gut. So, da oben, da müsste jetzt noch eine Tür sein, die zu ist. So. Die ist von der anderen... Ach, dann kann ich die von der Haupthalle aufschließen. Meine Güte. So, und warum war jetzt hier hinten noch zu? Was ist da noch? Ach, das ist der Aufzug. Das ist der Aufzug. Das ist der Aufzug. Das ist der Aufzug. Boah, Schwein gehabt. Okay, gut. Das heißt, wir müssen durch die Haupthalle, müssen wir ja sowieso. Okay. Ich mach mal nicht zu viel Krach, ja? Die rennt ja, glaube ich, auch nur hier so rum. Okay, dann mache ich jetzt hier die Tür auf. So. Dann können wir hier nämlich entkommen. Hier ist immer noch irgendwas. Was habe ich hier übersehen? Was ist hier noch? Was funkelt hier eventuell noch? Oder was gibt es hier noch zum Sammeln? Noch irgendein Wäschen vielleicht, was ich übersehen habe, was ich nicht kaputt gemacht habe. Vielleicht ist es aber auch wirklich oben die Tür, die nicht auf ist. Das gehört ja, naja, nicht wirklich dazu, ne? Oh, sie kommt wieder. Oh. Ich lasse die Türschublade mal offen. Na, die kommt bestimmt gleich wieder runter.
Da ist noch eine Uhr, da ist aber, da können wir nichts machen. So, seht ihr irgendwas funkeln? Ich sehe hier nichts funkeln. Okay, ich hau ab. Ciao. So, einmal durch den Innenhof. Scheiße. War schlecht. Ich dachte, ich könnte daher. Nein, kann ich nicht. So, wir müssen links lang, da wo der ist. So, komm mal ran, junger Mann. Ich brauche ein bisschen Zeit, deswegen. Ah, da ist noch einer. Wie sind wir da hingekommen? So. Ich sehe, dass sich immer so viel Zeit lässt, ne? Ist schon Wahnsinn. So, wo bin ich jetzt? Neues Gebiet. Scheiße, verschlossen. Oh, die Karte. So, Nebengebäude. Mal gerade gucken. Konzertsaal. Aha. Gibt's da noch was? Konzertsaal. Halle der Freude. Entschuldigung. Die Halle der Freude. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Oh, wie schön. Die Halle der Freude. Das muss ja das Ding sein, ey. Da bin ich ja mal gespannt, was da ist bei der Halle der Freude. Ich finde, der Name ist echt toll. Hall of Happiness oder was ist das? Ne, Glücklichkeit ist das ja. Ich habe keine Ahnung. Oh, scheiße, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Der Lippenstift der Herrin ist unauffindbar. Wer ihn findet, möge ihn im Badezimmer ins Badezimmer zurückbringen. Er ist eine Spezialanfertigung und sehr wertvoll. Die Oberkammerherrin. Aha, Spezialanfertigung. Für extra große Lippen oder was? So, geht's gleich hin. So, wir haben Dietrich, das Klavier, was? Das Klavier ist der Schlüssel zur Tür. Das Klavier. So, haben wir hier noch irgendwas zum Runterschießen? Irgendwo eine versteckte... Ein verstecktes Wäschen oder ein... Oh, halt da. Aha. Sehr gut. Gut, 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 gut. Oh nein. Kann man die von hinten angreifen? Was haben wir denn hier? Ein Tag nach der Behandlung. Die drei Mädchen bewegten sich nicht mehr. Sie wirkten fast wie tot. Aus dem Mund der Ältesten kam ein Insekt geflogen, bei dem es sich um eine geheime, gemeine Fliege zu handeln scheint. Okay. Zwei Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind von Fliegen bedeckt. Es scheint, dass sie das Fleisch der Mädchen verzehren. Als ich ein Fenster öffnete, fielen ein paar der Fliegen tot zu Boden. Die Kälte scheint sie erstarren zu lassen. Ich habe umgehend das Fenster geschlossen, um eine weitere Schwächung der Insekten zu vermeiden. Vier Tage seit der Behandlung. Alle drei Körper sind fast vollständig von den Insekten aufgezehrt. Es sind lediglich dunkle, sich windende Kreaturen übrig, die entfernt an menschliche Gestalten erinnern. Es ist jetzt kurz nach Mittag und die Insekten beginnen ihre Farbe zu wechseln. Die im Gesicht werden blass und die Lippen herum werden sie tiefrot. Sechs Tage seit der Behandlung. Die Masse aus Insekten hat sich in menschliche Körper zurückverwandelt. Alle drei Mädchen sind aufgewacht und haben mich wie Neugeborene angesehen. Ich spüre die Verbindung zwischen uns, wie Mutter und Töchter. Ich habe bereits Namen für sie. Bela, Daniela und Cassandra. Aha. So, so. Madame Miranda ist also am Ende dann wohl doch nicht so eine mystische Person, sondern einfach nur eine Wissenschaftlerin? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Das wäre jetzt die gute Frage, nicht wahr? Ja, ich befürchte, das wird nichts werden. Ich glaube, ich kann die nicht von hinten. Ne, so wie Joe Baker. Wo ich einfach sage, hey, Freunde. Ich komme mal hinter euch und dann wird erledigt. Ich glaube, das funktioniert hier leider nicht. Ah, das Klavier. Entschuldigung, das Piano, der Flügel. Das ist ein Flügel, kein Klavier. Einen verschossen. Blume und Schwerter. Oh, das brauche ich bestimmt vorne für...
vorne für dieses Schloss. Ja, guck mal hier. Hier ist noch so ein Modell, aber das ist ja noch nicht fertig oder auseinandergebaut. Ich weiß nicht, vielleicht auch nur zum Saubermachen hier. Aber das, guck mal, das ist auch so ein, wie vorne beim Duke-Zimmer, beim Händlerzimmer. Interessant. So, gibt es hier noch was? Das muss ich wahrscheinlich da reinsetzen. Und dann geht irgendwo ein neuer Bereich auf oder ich kann irgendwo hin. Hundertprozentig. Immer Angst, dass ich irgendwas übersehe, ne? Jetzt, wo ich weiß, dass ich die Sachen runterschießen kann. Es ist echt... echt gemein. So, da ging es nicht durch. Den Schlüssel kriegen wir wahrscheinlich auch noch irgendwie. Oder irgendwann. So, die wurden behandelt. Ich meine, Insekten und Umbrella haben ja eine gewisse Vergangenheit. Das weiß man ja. Oh, Scharfschützenmunition. Alles klar, es wird wahrscheinlich gleich ein Scharfschützengewehr irgendwo geben. Das ist meine Vermutung. Konzertsaal. Warte, weil oben waren wir noch nicht fertig, glaube ich. Oder? Habe ich hier alles? Habe ich hier alles? Ich muss mich leider zu genau umschauen, Leute. Ich muss mich sehr genau umschauen. Es tut mir leid. Ich will nichts verpassen. Gerade auch oben könnte immer noch was hängen. An der Decke oder so, aber nope. Okay. Bin ja mal gespannt, was es mit diesen drei Kugeln auf sich hat. Waren das drei oder vier? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Diese Vasen, ne? Die haben übrigens dieselbe Farbe wie das Kleid von Lady Dimitrescu. Ich denke immer, ich würde so ihr Kleid zerschnitzen oder so. Das ist total komisch irgendwie. So. Das war ein sehr altes Klavier. So, was haben wir da? Sogno. Oder Sogno? Okay. Ah, guck mal, die fliegen. Wissenschaftlicher Name. Größe 5 bis 6 cm. Alter, das sind aber große Fliegen. Ähnliche Körperstruktur wie die von Schmeißfliegen, wobei sich am Kopf Unterschiede zeigen. Sie sind Fleischfresser und äußerst aggressiv in ihrem Fressverhalten. Auf Beutejagd versprühen sie Pheromone, um sich zu sammeln, um die Gestalt eines Menschen zu imitieren. Boah, kennt ihr diesen Horrorfilm Mimik oder so? Mit diesen Kakerlaken, die sich dann so irgendwie so als Menschen tarnen? Alter. Sie können sich nicht selbst reproduzieren, sondern entstehen, wenn ein Kado-Eier in seinem Wirt legt. Ein Kadu? Was ist das denn? Sie reagieren empfindlich auf plötzliche Temperaturstürze. Fällt die Temperatur unter 10 Grad, reduziert sich ihr Stoffwechsel auf das absolute Mindestmaß und ihr Körper versteift sich. Man könnte dieses Phänomen vielleicht mit der Kryptobiose bei Bärtierchen oder Polypedilium van der Planky vergleichen. Okay, Bärtierchen kennen wir ja, die können ja selbst im Vakuum sehr, sehr lange überleben. Eines der widerstandsfähigsten Lebewesen auf unserem Planeten, wenn man das mal so sagen darf. Bärtierchen, die können echt einiges aushalten. Also das ist, könnt ihr mal bei Wiki könnt ihr mal bei Google eingeben. Bärtierchen, das sind schon sehr, sehr erstaunliche Wesen. Hier bin ich jetzt. Ah, die Tür. Okay, alles klar. So, ich habe halt nur Schiss, dass die Alte gleich wieder kommt. Klaviertasten wählen. Nein, Leute, warum? Oh, okay. Scheiße, okay, warte mal. C, C, D, E, F, G, A. Das ist ein hohes C, ne? Ne, okay, aber wenigstens zeigt er das an. Ein hohes C, ja, ein hohes C. Dann haben wir C, D. Ah, fast. Ah, okay. Dann zwei hoch.
Das geht nicht, dann müsste es der sein. Okay. Das kenne ich sogar. Sehr bekanntes Klavierstück. Oh. Schmiedeeiserner Schlüssel. Damit kommen wir auch im Dorf weiter. Hier ist er also. Mit dem kommen wir auch im Dorf weiter. Alles klar. Na schön. Und ich glaube, hier gab es auch noch irgendwo eine Tür. War das nicht unten beim... Ja, ich glaube schon. So, Konzertsaal. So, hier ist trotzdem noch irgendwo was. Irgendwas ist hier noch. Irgendwo habe ich hier noch was übersehen. Ich hoffe ja nicht, dass wir hier drin auch Ziegen haben oder sowas. Oder dass ich hier noch irgendwas anderes kaputt machen kann, was ich noch nicht rausgefunden habe, was ich kaputt machen kann. Alter, habe ich mich verschoben, Alter. Leck mich am Arsch, habe ich mich gerade verjagt. Boah, leck mich fett, ey, habe ich mich erschrocken. Okay, da gucken wir später nochmal. Da gucke ich nicht jetzt. Leck mich am Arsch, habe ich mich erschrocken. So, wo ist jetzt die Schlüsseltür? Hier? Oh, fuck. So, warte, nee, ich muss einen hoch, ne? Ja, ich muss einen hoch. Ich muss die Alte erstmal ablenken. Boah, leck mich fett, ey. Hab ich mich verjagt. So, kommt die jetzt da raus, oder wie ist das? Okay, ciao. So, kommt ihr mal alle hier hin. Das ist gut. So, ich muss jetzt nur direkt richtig laufen, ne? Sonst habe ich ein Problem. So, warte. Ich muss jetzt Konzertsaal und dann nach oben. Nee, warte. Wo muss ich hin? Scheiße, das ist eine Etage höher auf jeden Fall. Eine Etage höher und dann zu... Ja, genau. So, da sie jetzt unten ist, kann sie jetzt nicht hier oben spawnen. Also das ist ja... Das wäre ja unfair. So. Hier rum. So, irgendwas habe ich hier übersehen. Ich habe keine Ahnung was. So, hier durch. Da ist die Tür. So, ich weiß leider nicht, was ich vergessen habe, Leute. Ich muss später nochmal wiederkommen. Ich hoffe, wir kommen nochmal hier hin. Stand die da einfach auf einmal. So. Oh nein. Okay, haben wir hier irgendwo. Oh, was ist das? Ah. Sieh an, sieh an. Ich glaube, ich habe deine Schwachstelle, Mädel. Ja, weil ich weiß, wie man dich besiegt. So, kommen Sie ran. Junge Frau. Warum muss ich da nochmal drauf drücken? Weil ich dich so besiegen kann. Deswegen. Meinst du? So, ciao. Die sind schon ziemlich ätzend, ne? Ich meine, die brauchen nicht viel, bis man die zerstört hat, aber die sind schon. Puh. Junge, 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 Junge. So, jetzt habe ich natürlich wieder meine ganze Dingsmunition verschossen. Kann ich noch welche bauen? Ich guck mal gerade. Oh doch, können wir. Immerhin. 3 Schuss. Besser als nix. So, da ist noch ein bisschen. Boah. Die kommt immer so unvermittelt, ey. Du gehst irgendwo rein und buff, direkt Kampf. Das ist irgendwie... Ja, mag ich. Finde ich gut.
So ein bisschen unvorbereitet ist man da immer, ne? Ich meine, das ist nicht schlimm. Also, ich finde es irgendwie geil. So, habe ich hier alles? Ich habe hier alles, ne? Wobei, hier ist noch Wäschen. Teller. Hässlich. Will ich nicht. Welche komischen Krüge will ich auch nicht. So. Wo sind wir hier überhaupt? Ist das die Halle der Freude? Ach ne, die Halle der Freude kommt jetzt. Okay, da gucken wir mal. Die Halle der Freude. Was ist denn hier so freudig? Aha, ich weiß, wo wir sind. Wir sind genau, glaube ich, ist das nicht Atelier? Warte mal, ist das nicht der Raum, wo man reinschaut von der anderen Seite? Ja. Ich mache die Tür aber noch nicht auf. Und ich sammle das auch noch nicht ein. Das machen wir gleich. Ich habe nämlich Angst, dass die Alte dann wieder hinter mir steht. So voll und ganz. Ein alter Ofen? Cool. Ist die ja gerade vorbeigegangen oder? Ne, ist ein Pendel, okay. Atelier. Ah ja, die war wohl schon immer etwas größer, wa? Lass die 5 Glocken erklingen. Süßer die Glocken, die klingen. Eine Schnappschildkröte. Die passt ja so gar nicht hier hin. Okay, eine Glocke habe ich gerade schon gefunden. Die andere schwingt da so hin und her. Ist wahrscheinlich wieder ein Rätsel. Bin halt nur erstmal froh, wenn die alte nicht hier hinkommt. Hier in die Truhe geguckt, aber leider kann man da... Ah, da ist aber nichts drin. Schade. Okay, ich guck mal gerade, was hier oben ist, ne? Das sieht aus wie eine Geheimtür hier. Ah, okay. Verschwindet einfach im Nichts. Wieso sollte man hier hochgehen? Okay, haben wir hier noch irgendwas? Gut, ich denke mal, irgendwas müssen wir mit der Glocke machen, das ist klar. Aber ich gucke erstmal hier, ist ja schon mal die nächste Statue. Die Maske der Freude. So, wir haben fast alle. Dann gucken wir mal, was es mit der Glocke auf sich hat. Oh Gott, nein, sag mir nicht, ich muss da drauf schießen. Okay, so. Hier sind wahrscheinlich noch mehr Glocken in dem Raum, oder? Die ist auf jeden Fall jetzt schon mal an. Aber wenn ich da drauf schießen muss, was mache ich denn, wenn ich keine Muni habe? Scheiße, komm vorbei. Okay. Das war Glocke 2. Und wo sind die anderen Glocken? Wo hat der Frosch die Glocken? Ich habe keine Ahnung. Müssen die alle hier unbedingt sein? Oder können die auch woanders sein, in dem anderen Raum? Oh! Es gibt auch kleine Glocken. So, bei dir die Glocken sind das wahrscheinlich... Ja. Okay, dann sind alle Glocken hier in dem Raum, ja? Also es fehlen noch 2 Glocken. Okay, wie klein können die denn bitte sein? Wie schön, dass man hier auch so gut sieht. Uff, okay. Suche die Glocken. Also ich hoffe, die sind alle hier in dem Raum, ne? Nicht, dass die auch noch woanders sind. Ich guck mal gerade. Können die auch noch hier in dem Raum sein? Das ist ja nur ein Kerzenhalt. Ich vermute mal, die müssen alle in dem Raum sein. Ich glaube nicht, dass hier auch noch Glocken sind. Ich denke mal, die müssen alle in dem einen Raum sein. Weil hier waren ja keine. Okay, scheiße, das war vielleicht nicht so eine gute Idee.
So, die Glocken der Freude. Da oben war eine, da ist eine und da. Scheiße. Da ist noch eine. Okay, sehr schön. Okay, eine Glocke fehlt noch. Oh mein Gott, wo soll die denn jetzt noch sein? Ist da irgendwas, was aussieht wie eine Glocke? Da oben im Kronleuchter ist eine. Seht ihr das? Da, guck mal. Ja, das war's. Gemein! So, wo ist jetzt... Wo ist jetzt was aufge... Ach, oh, oh! Gar nicht gesehen. Gemein versteckt. Mein lieber Mann, das hätte ich nicht gedacht, dass die oben im Kronleuchter versteckt ist. Gemein versteckt. Gut, wenn man es einmal weiß, ne? Dann ist es dann einfach. Gut. So Leute, aber bis wir da weitergehen, weil ich habe schon wieder überzogen, mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.